Moin moin meine lieben Leute, willkommen zurück hier bei Mass Effect 1 und ja, wir haben jetzt gerade die Rachni-Königin befreit und müssen jetzt noch das Sicherheitslabor, die Situation hier klären, womit wir auch schon die Mutter von Zoni da auch gekillt haben, die Patriarchin da, die hat mich auch so ein bisschen gestört. Das Mira-Terminal, sollen wir es mal öffnen? Können wir anscheinend noch machen. Verbindung wird hergestellt. Ich habe vollen Zugang zur Einrichtung und stehe Ihnen zur Verfügung. Neutronenreinigung. Ich brauche Informationen über die Neutronenreinigung. Die Neutronenreinigung ist ein Absicherungssystem innerhalb des Isolationsbereichs. Im Falle eines unwiederbringlichen Eindämmungsverlustes wird es eingesetzt, um die Situation zu klären. Klären klingt final. Was genau macht dieses Ding? Die Reinigung ist eine Neutronenexplosionswaffe. Zwei Einheiten spaltbarer Materialien werden zusammengeführt, um eine kritische Masse zu formen. Ein Großteil der Energie wird in Hochgeschwindigkeitsneutronen umgewandelt. Die radioaktive Strahlung tötet sofort jede uns bekannte Lebensform innerhalb von 500 Metern. Wir sollten besser keine der Steuerungen anfassen, ohne die Anleitung gelesen zu haben. Es ist immer eine gute Idee, das Handbuch zu lesen, Ma'am. Ach ja. Aktiviere die Neutronenreinigung. Das kann ich leider nicht, ohne einen entsprechenden Autorisierungscode. Sig Semper Tyrann. Dieser Code war nicht richtig. Bitte melden Sie sich umgehend beim Sicherheitsdienst zwecks Arrest und Verhör. Wer könnte diese Codes haben? Verwaltungsleiter Jaroslav Tartakovsky oder jeder andere Verantwortliche von Binnen. Ja, dann holen wir den. Wir rücken gleich weiter vor. Ist er da vorne? Ich melde Sie ab, Commander. Hat er uns das gleich gegeben dafür? Oder? Ich fühle mich gerade nicht so gut. Wie aktivieren wir die Reinigung? Die Sicherheitssteuerung ist in der Nähe. Sie müssen nur den Schlüssel einstecken. Dann gebe ich mir den Befehl. Oh! Heieiei! Naja. Das haben wir trotzdem. Die Sachen haben wir trotzdem bekommen. Dann lass uns das mal trotzdem auslösen, das Ding, oder? So, Mira. Online. Wie kann ich Ihnen helfen? Aktiviere die Neutronenreinigung. Das kann ich leider nicht, ohne einen entsprechenden Autorisierungscode. Der Code lautet 875-020-079. Code Omega, lokale Ausführung. Bestätigt. Code Omega wird in 120 Sekunden ausgeführt. Dann sind wir zurück hier. Ich flicke sie wieder zusammen. Lebt er noch? So, heilt noch kurz. Aufgetragen. Wir müssen beeilen hier, du. Das wird ein bisschen enge Kiste hier. Hui. Schau mal, wie rot das da ist auf dem Dings. Auf dem Radar. Da sind schon ein paar Gegner da. Oh oh. Das ist ein Zug.
los geht's. Geht das auch schneller? Es explodiert gleich alles hier. Wie geht es jetzt weiter, Commander? Fliegen wir zum Mu-Portal? Das Mu-Portal ist mit dutzenden Systemen verbunden. Solange wir nicht genau wissen, wo Saren ist, verschwenden wir nur Zeit. Der Commander hat recht. Wir können nicht einfach blind loslegen. Wir müssen noch mehr über Saren erfahren. Seit wann haben Sie hier etwas zu sagen? Hat unser Commander das Kommando abgegeben, als ich nicht aufgepasst habe? Wir arbeiten alle zusammen als Team hier, Williams. Sie versucht nur zu helfen. Tut mir leid, Commander. Das ist keine einfache Mission. Wir sind alle überarbeitet. Wir müssen uns jetzt alle etwas ausruhen. Für den Augenblick, alle wegtreten. Der Bericht über Noveria ist rausgegangen, Commander. Soll ich Sie zum Rat durchstellen? Gerne. Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Können wir davon ausgehen, dass Ihr Bericht präzise ist, Commander? Sie haben Rachni auf Noveria vorgefunden? Ja, das haben wir. Sie haben die Königin davonkommen lassen. Haben Sie eigentlich irgendeine Vorstellung von den Konsequenzen? Wissen Sie, wie viele Generationen es dauern wird, bis sie die Galaxie überrennen? Diese Königin ist anders. Sie versteht, warum ihr Volk das letzte Mal ausgelöscht werden musste. Ich hoffe, dass Sie recht haben, Shepard. Wenn nicht, dann werden unsere Kinder den Preis dafür bezahlen. Wir warten dann auf Ihren nächsten Bericht, Commander. Gut. Vorbildlich plus zwei. Achso, warte mal. Jetzt müssen wir kurz mal auf die Karte gucken. Also erstmal kriegen wir hier ein paar Punkte, ne? So. Jetzt kann ich mittlere Panzer tragen. Das ist auch nicht schlecht. Und dann weiter der Schildbus ist auch nicht verkehrt. Ein bisschen mehr Leben. Gut. Okay. Speichern mal kurz. Und dann müssen wir kurz mal gucken, wo wir hin sollen, ne? Wir müssen noch nach Pheros. Okay, dann reisen wir jetzt mal nach Pheros und machen das da. Gutes Timing, Commander. Wir kriegen gerade eine Übertragung von der Zitadelle rein. Höchste Dringlichkeitsstufe. Übertragen. Ich nehme sie im Kommunikationsraum an. Okay. Jetzt muss ich wissen, wo ist der Kommunikationsraum? Da. Okay. Ach, da, wo ich gerade eben war, ne? Na klar. Commander Shepard, wir haben Informationen, die für die Mission gegen Saren von größter Bedeutung sein könnten. Gut. Ich kann jede Hilfe gebrauchen. Wir haben eine Notmeldung von einer unserer Infiltrationseinheiten in der Traverse bekommen. Sie meinen Spione? Spectres lenken viel Aufmerksamkeit auf sich, Commander. Aber sie sind nur ein Teil unserer Abwehrmechanismen. Oft sind die Sondereinheiten die bessere Option bei der Beurteilung von besonderen Situationen. Zurzeit haben wir mehrere Infiltrationseinheiten an den Grenzbereichen des Citadel-Sektors eingesetzt. Diese erwähnte Einheit sollte Informationen über Saren liefern. Welche Informationen? Leider war die Übertragung nicht besonders deutlich. Das Infiltrationsteam muss in einer Situation gewesen sein, die es nicht erlaubt hat, ordnungsgemäße interstellare Kommunikationsmittel zu nutzen. Aber die Nachricht wurde auf einem Kanal gesendet, der für besonders wichtige Missionsinformationen reserviert war. Was immer Sie uns mitteilen wollten, es muss etwas Wichtiges gewesen sein. Sie sind auf der Suche nach Saren. Vielleicht wollen Sie diese Sache näher untersuchen. Finden Sie heraus, was mit unserem Team geschehen ist. Das Signal kam vom Planeten Würmeier. Ich kümmere mich darum. Der Rat mischt sich im Allgemeinen nicht in die Aktivitäten des Spectres ein. Wir wollten Ihnen nur alle Optionen zukommen lassen. Dazu zählt auch Würmeier. Viel Glück, Commander Shepard. Wir werden Sie wissen lassen, wenn wir Neuigkeiten haben. Okay, also wir können jetzt auch nach Würmeier fliegen. Das können wir eigentlich auch machen. Glaube ich. Gucken wir mal, wo wir hingehen. So, weg von Noveria. Und
gerade machen. Doch, lass mal nach hinten hinreisen kurz. Ich muss noch kurz sehen. Jetzt fliegen wir weg. Schon ein geiles Schiff irgendwie, ne? Ich meine, das wäre ja wirklich cool, wenn es irgendwo im Weltall eine Zivilisation gibt, die einfach schon so weit ist, dass sie unseren Planeten schon Jahre beobachtet. Commander, wir empfangen eine wichtige Nachricht des Allianzkommandos. Ich stelle sie durch. Shepard, hier spricht Admiral Hackett vom Allianzkommando. Wir haben hier ein Problem und nur Sie können sich darum kümmern. Was denn? Was soll ich für Sie tun, Admiral? Es gibt einen Allianz-Ausbildungsstützpunkt, an dem wir Waffen und Technologie in realen Situationen testen. Eines der VI-Module, mit denen wir feindliche Taktiken simulieren, reagiert nicht mehr auf unsere Abschaltbefehle. Es ist durchgedreht. Ist durchgedreht? Wollen Sie damit sagen, dass dieser Computer nun selbstständig denkt? Wir sind nicht blöd, Shepard. Das ist eine virtuelle Intelligenz, keine echte KI. Sie hat kein Selbstbewusstsein und kann nicht auf externe Systeme zugreifen. Wir haben hier nichts Illegales getan. Die Unterstützung durch virtuelle Intelligenz ist für unseren militärischen Erfolg unerlässlich. VIs bearbeiten tausende Statusberichte und können in Nanosekunden reagieren, schneller als jeder Mensch. Sie müssen sich bis zum Kern der VI durchschlagen und sie manuell deaktivieren. Ich kümmere mich drum. Keine Sorge, Admiral. Ich werde das Ding ausschalten. Mir ist klar, dass Spectres dem Rat unterstehen. Aber sie sind immer noch ein Mensch. Sie gehören zum Allianzmilitär und jetzt brauchen wir sie. Die VI kontrolliert alle Waffen, Drohnen und automatischen Verteidigungssysteme der Anlage. Sie sind der Einzige, der das schaffen kann, Shepard. Viel Glück. Gut, ob wir das so machen können, da weiß ich noch nicht. Guck mal dann. Mal kurz rauszoomen. Der Pferdekopfnebel hört sich auch cool an irgendwie, ne? So, jetzt müssen wir gucken, weil wir wollen auf jeden Fall nach Peros eigentlich. Oder erstmal nach Wehrmeier. Ja, wir können die ja auch nach und nach machen. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir hier erstmal hinreisen. Entschuldigung, um zu sehen, ob wir da helfen können, ne? Beziehungsweise die Informationen von dieser ja, Spionsgruppe bekommen. Was ich vorhin sagen wollte, es wäre schon ganz geil, wenn es wirklich eine Zivilisation gibt, die uns beobachtet und sagt, pass auf, wir können euch noch nicht mit reinnehmen in die Galaxie, weil ihr noch nicht so weit wart. Und weil wir nur Krieg hier und den machen, total dämlich sind. Was menschenmäßig angeht, sind wir wirklich die Bescheuertsten. Also ich verstehe nicht, warum es Krieg gibt. Also, aber naja, so ist das, ne? Menschen sind ein bisschen behindert, was das angeht, wenn, sobald die ein bisschen mehr Macht haben. So, wen nehmen mit? Nehmen wir Dings mit und Ashley Williams. Die müssen wir auch ein bisschen hochzüchten. Ich bekomme ein Signal herein. Das muss das salarianische Team sein. Das sind gewaltige Verteidigungstürme. Setzen Sie den Marco ab. Wir gehen rein und holen Sie raus. Ich werde versuchen, Sie unterhalb des Radarbereichs reinzubringen, Commander. Wow. Das sieht cool aus. Saubere Landung, Commander. Bleiben Sie außer Reichweite und fahren Sie mit Ausweichmanövern fort, bis ich die Flugabwehrtürme ausgeschaltet habe. Danke, aber ich kenne den Ablauf. Wir treffen uns am Camp, sobald die Türme offline sind. Joker, Ende. Okay, einmal ganz kurz gucken, wie so das Squad ist. Also ich habe noch einen Punkt, den ich verteilen kann. Machen wir auch gleich, ja. So, bei den anderen müssen wir jetzt auch mal Punkte verteilen, wie man sieht. Wäre jetzt hier auch ziemlich gut. Präzisionsgewehr brauchen sie bei E, glaube ich, nicht. Wir machen mal Kampfpanzerung. Sturmangriffstraining. Ein Soldat, das ist natürlich auch. So, und bei ihm.
So. Und dann müssen wir ganz kurz nochmal die Ausrüstung kontrollieren. So, wir gucken mal hier. Also, ja, meine brauchst du nicht kontrollieren, von denen wahrscheinlich, ne? So, sie kriegt das Sturmgewehr und übernimmt natürlich auch die... Visionsgewehr braucht sie eigentlich nicht, weil die nutzt sie ja kaum. Haben wir noch irgendwelche... Ne, haben wir nicht. So, gucken wir bei ihm mal. Ihm könnten wir auf jeden Fall eine neue Rüstung geben. Energiegewerbe kriegt auch noch drauf. Falls er sich damit verteidigen will, kann er das machen. Aber hier brauchen wir auf jeden Fall. Gut. Ich habe hier leider immer noch keine Rüstung für mich. Gut, wir speichern einmal. Und dann geht es hier auf diesen schönen Planeten weiter. Sollen wir rausgehen eigentlich oder können wir mit dem Marco auch fahren? Kaputt. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe nur Angst, dass die irgendwas machen, dass wir zerstört werden können. Das wäre ja doof, ne? Das hinten sieht aus wie die Freiheitsstunde, doch nicht. Alter. So. Wir müssen ein bisschen rumfahren, um was zu finden. So, jetzt kommt da gleich ein paar Gegner auf jeden Fall. Alter, die Steuerung, du. Mach mich fertig. Fliegt die genau über meinen Kopf? Scheißteil. Ich glaube, die was machen, aber ich schieße einfach alles ab.
Okay, uns ist hier blockiert gerade. Oh, war dumm. Schon viele geht hier, oder? Geht auch was. Sollen irgendwelche Wassertentakeln hier sein? Keine Ahnung, was die machen. Aber ich schieße trotzdem lieber ab, wenn sie auch immer im Hinterhalt angreifen. Also wo wir hier längs sollen, wir fahren einfach hier längs und machen alles clearen, wir clearen alles. Weg. Da sind schon einige Gegner hier. So. Los geht's. Unser Ziel, Commander. Halt, er schießt. Wer schießt denn da? Achso, wir müssen parken hier oben. Ah, da. So, dann kommen wir mit. Müssen wahrscheinlich erstmal durch, ne?
Geile Wumme habe ich da. Finde ich. So, was ist das hier? Plug deaktivieren. Ich sehe, dass die Haupteinheit offline ist, Commander. Nähern uns jetzt der Salarianer-Basis an. Out. So. Hä? Soll ich noch irgendwas machen? Da ist noch was. Vorsteuer aktivieren. So. Damit wir auch durchkommen, ne? Ah. Da kann ich einfach runterspringen. So, ab in unserem Marco. Und dann geht's weiter. Allerdings geht es nicht weiter für euch, denn das tut es erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.